Eklige Qualen. Hä? Also theoretisch, Leute, müsste der hier auf dem Podest sein. Aber irgendwie ist er dort nicht. Das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Vor allen Dingen, wir haben ja schon einen Schatz, den wir noch suchen müssen. Wo wir eigentlich wissen, wo der ist, aber... Wartet mal, bin ich jetzt... Uah, bin ich jetzt überhaupt richtig geschwommen? Ja, hier rein. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Also wir sind da rein, da rein, da rein. Da war der Schlüssel. Und da müsste ein Schatz sein. Eigentlich. Nochmal gucken, Leute. Also das macht mir, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Hier rein. Dann drei. Hä, hier muss er doch irgendwo sein. Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Schatz? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, wie mich das aufregt. Alter. Hier müsste er theoretisch liegen. Ah, nur theoretisch. Das ist ja sehr, 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 sehr merkwürdig. Und da sind wir an einer anderen Stelle. Aber hier müsste eigentlich auch einer sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich kenne das Spiel eigentlich, Leute. Oder kann man noch irgendwo hoch? Nee. Hä? Hier war nichts. Es dauert mir jetzt zu lange. Wir können den auch noch später suchen. Weil das ist mir hier, wird mir hier langsam zu doof. Wegen einem Schatz hier irgendwie da mich dort zu suchen. So, wo war denn jetzt der Haupteingang? Da war der Haupteingang. Dann gucken wir mal, ob wenigstens der vierte Schatz hier ist. Der muss nämlich irgendwo... Wow. Haben wir hier irgendwo einen Eingang in eine Höhle? Bei so einer Steinansammlung, sag ich mal. Ah, da hinten.
Also hier muss es auch irgendwo in eine Höhle gehen. Ah ja, genau. Hier sind wir richtig. So, und da liegt er nämlich schon. Unter der Qualle. Oh, wenigstens ein Schatz. Oh. Aber, dass ich die anderen Schätze hier nicht finde, das macht mich jetzt so fertig. So, wieder zum Tor zurück. So, hier ist der Weg. Und da war der Schlüssel drin, ne? So, und beim Schlüssel... Und beim Schlüssel müsste theoretisch ganz hinten... Ganz hinten rechts liegen. Also, das bedeutet, dass der Schlüssel hier war. Und, ja. Und der Schatz müsste dann hier sein. Eigentlich. Jetzt muss ich auch nochmal nachgucken. 3 von 26. 3 Schätze fehlen uns noch. Das ist einmal der hier in der Höhle. Der fehlt uns noch. Jetzt nicht mehr. Oh Gott, ey. Leute, das ist so anstrengend, sag ich euch. Ey, das glaubt ihr einfach nicht. So, da fehlen uns nur noch 2 Schätze. Na, es ist doch schon mal besser geworden. So, 2 Schätze. Da gehen wir jetzt mal nach links. Da muss nämlich auch irgendwo so eine ganz große Steinsammlung sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es die hier ist. Ich glaube, ja. Waren wir hier schon? Nein, 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 nein. Alles klar. So, das ist der 5. Glaube ich. Ja, genau. Der 5. Schatz. So, und jetzt suchen wir nur noch den letzten Schatz. Und der letzte Schatz, Leute, der müsste wirklich dort sein, wo ich gesagt habe, wo ich dort reingeschwommen bin, in dieses versteckte Seetang-Teil, schieß mich tot, Kacke dort. Da. Aber wo? Das ist doch die Frage. Also auf jeden Fall weiter dahin. Das weiß ich. Da bin ich mir relativ sicher. Hier bei dem Sockel. Warte mal, was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gut, also Leute, wenn ihr auf den Sockel zuschwimmt, ja, müsst ihr nach links oben gucken. Oh, wie konnte ich denn das übersehen? Oh, nee. Gut. Damit haben wir jetzt alle 6 Schätze und können uns endlich an das Rätsel machen. Boah, endlich.
So, jetzt aber schnell an die toten Haie vorbei. So, und dieses Rätsel ist eigentlich gar nicht mal so schwer, wie es aussieht. Denn ihr müsst eigentlich einfach nur hier diese komischen Augen, glaube ich, so verdrehen, dass das halt drei Augen sind in der Mitte. So, da drehen wir mal ein bisschen. So, da drehen wir den noch einmal. So, da drehen wir den hier. Und da drehen wir den noch einmal. Und dann müsste es eigentlich theoretisch aufgehen. Jo. Wunderschön. Jo, Leute, und bevor es dort weitergeht, verabschiede ich mich mal wieder, wa? Mit einem altgewohnten Peace. Ich hoffe, die Schätze für den Rest des Spiels lassen sich ein bisschen einfacher finden. Aber, naja, ich werde es versuchen, sie schneller zu finden. Also Leute, haut rein, bleibt sauber. Bleibt sauber. Und, jo, danke fürs Gucken, wa? Ciao!